Let's go. So, jetzt ist spannend. Killin, let's go. Sehr geil. Ich habe noch einen Cube mitgenommen sogar. Ich verlose zur neuen Season unter jedem Video eine 15 Euro Google Play oder iTunes Karte. Dafür müsst ihr einfach nur in den Shop gehen und dort ganz rechts meinen Creator-Code eintragen, JoJonas, und dann davon einen Screenshot machen und Hashtag Google Play oder Hashtag iTunes kommentieren. Viel Erfolg! Hey Leute, das neue Update ist draußen und mit der neuen Season haben wir auch den neuen Brawler, und zwar Colette. Und den werden wir heute im Video direkt versuchen zu maxen. Sprich, wir wollen Colette heute auf Power 9 bekommen und dann Gadget und Star Power für sie ziehen und natürlich auch den neuen Skin Trixie Colette freischalten. Plus, dann werden wir Colette von 0 auf 500 Trophäen pushen. Also wir haben eine ganze Menge vor heute. An der Stelle erstmal genau wie immer ganz rechts im Shop, Creator Code, JoJonas. Immer wenn wir Gems ausgeben, ganz wichtig. Wenn ihr euch auch zum Beispiel einen Brawl Pass kauft. An der Stelle auch vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein, jammen hier alles auf und gehen erstmal hier hoch auf Stufe 70, um den Skin freizuschalten. Genau, let's go. So, wir sind auf Stufe 70 und damit haben wir jetzt auch hier den neuen Trixie Colette Skin. Den würde ich sagen, holen wir jetzt ganz zum Ende ab. Jetzt erstmal hier Powerpunkte, dass wir hier Trixie, die heißt Colette, dass wir Colette erstmal auf Power 10 bekommen. Sprich, hier alles auf Colette drauf und wenn wir sie dann Power 9 haben, aber wir kriegen jetzt schon Münzen? Haben wir sie jetzt schon maxed? War es das schon? Haben wir... Sekunde, war es das schon? Eins. Zwei, wir haben es schon. Achso, damit haben wir diese Power 9. Okay, also ab jetzt können wir, ja, Star Power und Gadget aus den Boxen ziehen. Dann sind wir jetzt beim Anfang. Legen los mit dem Opening. Wir haben jetzt, genau, können Star Power Gadget ziehen, haben Big Boxen, Mega Boxen vor uns und beginnen mit der ersten Box. Come on. Ja, das wäre jetzt auch schon lucky. Also, wir haben heute Morgen schon sehr viel Pech gehabt. Da haben wir auch einiges, haben wir Colette aus dem Brawl Pass erst gezogen und haben vor allem aus den 42 Big Boxen oder wie viel auch immer das waren, haben wir Colette eben nicht freigeschaltet. Ja, ein bisschen belastend. Nächste Megabox und... Junge, nein, das ist schon die dritte Megabox, die wir jetzt geöffnet haben. Immer noch nichts Neues. Also, unsere Chancen sind sehr, sehr hoch auf dem Account, müsst ihr wissen. Normalerweise ist es jetzt nichts Ungewöhnliches, aber... Let's go. So, jetzt wird's spannend. Aus der Big Box. Oh, come on. Es muss eigentlich was Richtiges sein. Okay, ich wünsche mir zuerst eigentlich die Star Power, die ist seltener. Star Power, let's go. Wir haben sie. Stoßsprint. Damit können wir die Gegner zurückstoßen auf maximale Distanz. Was eben gut für Colette ist, weil sie eben Distanz-Brawler ist. Sehr, sehr nice. Jetzt auch noch einfach die Star Sketch. Das ist eigentlich noch wahrscheinlicher. Ja, wäre zu nice gewesen. Come on. Ich will nicht so viele Boxen öffnen. Jede Box, die wir öffnen, ist halt weg, ne? Ich will halt gerne ein paar Boxen noch aufheben am besten. Wir kriegen halt noch Münzen. Das ist halt... schon low. Nee, keine Powerpunkte einsammeln. Big Box, come on. Nee. Ey, wir haben nicht mehr so viele. Ich will nicht alle öffnen. Come on. Okay, Big Box, komm. Nee. 60er Megabox. 3, 2, 1, go. Nein, 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 nein. Ich will nicht alles öffnen, Mann. Ich will noch ein bisschen was übrig haben. Wir haben nicht mehr so viel. Komm jetzt, Megabox. Nee, das ist echt. Leute, es ist doch nicht wahr jetzt. Ich will heute nicht alles öffnen. Okay, Megabox. Wenn da jetzt nichts drin ist. Yes! Let's go. Sehr, sehr geil. Okay, das ist echt... Leute, ey, ich will noch ein paar Boxen übrig haben. Wenn vielleicht noch ein neuer Brawler rauskommt oder, keine Ahnung, irgendwas noch Gadget oder so. Für die Zukunft auch. Komm, jetzt. 3, 2, 1, Gadget. Yes, let's go, da haben wir es. Sehr, sehr nice, Alter. Colette's Gadget, damit können wir eben 40% ihres Schadens, ihre Trefferpunkte als Schaden austeilen. Womit man auch relativ gut den Kill machen kann, was ja wichtig werden wird heute. Und jetzt holen wir uns direkt den Colette Skin ab, würde ich sagen. Und go. Ups, go. Alter, wie geil. Lol, wie sah der aus? Der sah ja aus so wie so ein Dämonen-Brawler. Eigentlich müsste ein Brawler auch rauskommen, der so aussieht wie Colette, würde ich sagen. Also als richtiger Brawler. Und damit haben wir jetzt hier... den Dämonen, also er heißt Trixie Colette Skin, sieht unfassbar nice aus. Hat auch geile Animationen. Wir wählen ihn aus, haben jetzt Star Power und Gadget auf 0 Trophäen. Und jetzt pushen wir von 0 auf 500. Das wird viele Stunden dauern, werden geile Highlights werden. Ich bin sehr gespannt, wie stark der neue Brawler ist. Auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und ja, viel Spaß, let's go. Okay, also, wir starten erstmal rein mit Solo-Showdown und ich überlege vielleicht, ob wir dann auch wirklich mit Random Mates spielen. Oder es ist vielleicht auch ziemlich schwer in Solo mit ihr. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht auch Solo... Oh, Leute, jetzt bin ich lax. Mit Challenges. Okay, erste Runde hier mit Colette. Ich bin sehr gespannt. Jetzt bin ich echt mal extrem gespannt. Also bei den Boxen ist es halt praktisch, ne? Da macht sie trotzdem immer 1400 Schaden. Das finde ich schon mal sehr gut. Weil bei anderen Brawlern ist es halt oft so... Guck mal, jetzt hier haben wir Nita. Guck mal, wie ist denn... Oh, ja, 2000... Okay. Aber es geht halt schon krass runter dann, ne? Aber der Ult können wir ihn killen. Aber ist... Oh lol, aber das sieht richtig geil aus. Habt ihr das gesehen? Die fliegt dann so hin und zurück und macht richtig geil Schaden. Aber jetzt pass... Den Boxer können wir eigentlich... Oh, ich hab nicht getroffen. Komm, kurz healen. Und jetzt schießen. Ah, nee.
Jetzt geht mit der Ult. Die macht 4600 Schaden, wenn wir hin und zurück dashen. Das ist krank. Guck mal jetzt gegen Poco hier. Ich muss aufpassen. Dashen wieder. Alter, das ist echt. Okay, das ist echt krass. Aber jetzt machen wir wieder wenig Schaden. Okay, wir sind zum ersten Mal in Showdown. War schon mal. Es ist schwer zu beurteilen, wie gut sie jetzt ist. Ganz schwer. Guck mal, jetzt mache ich wieder Schaden. Wie viel. Ja, okay. Mit dem Gadget kann man relativ easy die Kills machen. Also eigentlich geht es klar. Oh, können wir reingehen? Ja. Alter, dieser Dash ist so nice, ne? Seht euch das an. Machen rein. Let's go, sehr, sehr nice. Der. Oh, was? Wo bin ich hingedasht? WTF? Pass den Ball nach vorne. Pass den Ball nach vorne. Alter, let's go. Alter, direkt 2-0 gewonnen. Junge, das ist echt insane stark, oder? Mal ganz ehrlich, WTF. Die Drohnen haben weniger Leben, ist mir gar nicht aufgefallen. Chat, ist es euch aufgefallen? Ist mir gar nicht aufgefallen, lol. Und ich kann einfach die ganzen Boxen hier mit 3 Schüssen holen, weil ich halt eh total überlevelt bin. Easy. Ich muss aufpassen. Oh nein, ich muss extrem aufpassen. Ah! Oh, okay, ich hab ihn gekillt, aber das sind überall Sprouts. Ich kann nirgendwo hin. Ich kann nirgendwo hin! Was ist das denn? Wir sind schon wieder raus. Wir haben nur einen Win geholt. Oh mein Gott, das ist schwer. Worauf habe ich mich eingelassen? Aber jetzt kann ich hier guten Schaden machen mit einem Gadget auch. Ah, aufpassen! Wieder lost von hier gerade. Gadget am besten nutzen. Was ich ihn hab. Ja, sehr gut, okay. Mr. P ist auch noch am Start hier. Ich muss jetzt eigentlich erstmal hochhealen wieder. Ah, ich bin hier alleine. Helf mir, gell? Kill ihn! Let's go. Ich hab. Oh, let's go. Sehr geil. Ich hab sogar noch einen Cupid genommen sogar. Schaut da jetzt raus. Kann sie gerne machen. Wir versuchen die so ein bisschen reinzudrängen. Oh, sehr gut. Reinzudrängen. Sehr gut. Genau so reindrängen. So meine ich das. Und das haben wir. Let's go. Das ist der dritte Win. Ey, lass meinen Nani in Ruhe. So, ich ärgere den jetzt. Zack, ich hole mir den jetzt. Als Rache. Sehr, sehr nice. Da habe ich mich gerecht. Zack, direkt die nächste Ult. Das ist schon. Also ich muss sagen, also das ist teilweise schon. Okay, jetzt bin ich gestorben, mal los, egal. Also teilweise ist es schon auch. Okay, ich muss. Also ich habe gerade echt 0 von 10 gesagt. Bei der Stärke. Also ich glaube, ich muss einfach nochmal drüber nachdenken. Ich muss nämlich echt nochmal drüber nachdenken, wie ich den Brawler finde und wie ich ihn spielen muss. Aber ich kann mich sehr, sehr schwer entscheiden bisher. Er ist auf jeden Fall interessant, aber ich finde ihn bisher nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Ach, jetzt bin ich los gewesen, aber jetzt gut gemacht. Okay, sehr gut. Komm, jetzt erstmal zusammen einkesseln. Yes, let's go. Endlich mal eine gute Runde mit... Oh, let's go. Das ist so satisfying, Leute. Das ist die erste wirklich gute Runde mit Colette, glaube ich, heute. Das war wirklich. Also, das ist die erste Runde, wo ich mich wirklich gut fühle, mal. Man ist bei Colette, glaube ich, echt auf den Teammate angewiesen. Alleine kann man das halt nicht carryen. Man braucht einen gescheiten Teammate. Fertig. Ohne gescheiten Teammate wird das nichts. Hier, zack, easy, kill. 9 Cubes, 10 Cubes. Und umso mehr Cubes, umso krasser ist auch das Gadget nochmal. So, zack, wieder Kill da. Lass aber auf, jetzt kann ich halt wieder nichts machen, das ist unglaublich. Ich kann ihn nicht killen. Ja, nee, keine Chance. Das ist unglaublich. Also, das ist wieder unglaublich. Ne? Ich kann nichts machen alleine. Nichts. Hat 2. Krass. Also, oh, und ich hätte auch nochmal Sprint. Nein, ich hätte mein Teammate gebraucht. Nein. Ja, 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 der ist gut, das geht jetzt schon. Pass auf. Let's go. Ja, das ist gut, der ist gut, der ist gut. Wir wechseln Cubes, come on. Vielleicht haben wir jetzt Glück und holen jetzt mal endlich die paar Wins in Folge, die wir die ganze Zeit schon brauchen. Oh, ups. Egal, habe ich. Ah, das ist gut. Okay. Ich muss mich echt beruhigen, Leute. Es ist so anstrengend. Tut mir auch leid, tut mir auch echt leid, Leute, aber was soll man machen, ne? Dann wieder der erste Win. Ich bin froh, dass ich mich jetzt umentschieden habe. Ich weiß, es hätte vielleicht klappen können. Eins. Ich glaube, es wird jetzt locker 1-2 Stunden schneller. Also mindestens 1,5 Stunden schneller gehen oder so. Ich weiß nicht, wie lange es ist. Vielleicht hätten wir ewig gebraucht mit Random Mates. Vielleicht hätte ich auch verzweifelt jetzt gar nicht geschafft. Man weiß es halt einfach nicht. Das ist halt so. Gefühlt muss man halt echt. Ist man so krass auf den Mate angewiesen. Das ist echt insane. Ja, spielt gleich zu. Ah, schade. Egal. Da am besten auch lieber einfach gar nicht auf den Win gehen. Das bringt eh nicht so viel. Da geht es dann eher darum, dass wir einfach so schnell es geht die Runde beenden. Wir holen zum ersten Mal die 300 Trophäen. Also es ist nach. Wir holen die 300 Trophäen nach. Ja, ziemlich genau 2 Stunden. Das geht eigentlich. 2 Stunden für 300. Ah, nicht ganz ausgereicht. Schade, Mann. Egal. Top 4. Oh, 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 das ist ein Jack. Aber da kann ich jetzt halt wieder einiges machen, ne? So, jetzt hier schön drauf einfach. Zack. Ah, der Mortis. Nein, lol. Ich habe ihn einfach reingedrängt in den Poison. Sehr, sehr nice. Fetter Win. Geht doch. Halt 350. Ja, das schaffen wir schon. Wenn wir jetzt in einem guten Tempo weiter pushen, dann sind wir hoffentlich über 400 bis 22 Uhr. Jetzt nur eine gute Ult bitte rein.
sehr schön. Das war schön. 1-0. Nee, sorry, I'm Noob, ich muss dich austauschen nach der Runde. Ich muss halt streng sein, ne? Aber das macht halt wirklich gar keinen Sinn. Aber schön gespielt von Shinichi. Das hat, glaube ich, dreimal einfach reingelaufen. So, jetzt kann ich wieder gut Schaden machen gegen die Boxerin. Das ist fast 3000 mit einem Schuss. Nice. 1-0? Ja. So, jetzt erstmal ein Emote schicken für den Crow. Der wird sich freuen. Ich hoffe, er freut sich. Ja, ich wieder in die Wand, der ist Schluss. So, Crow, ich hoffe, du freust dich. Ja, easy. Das haben wir jetzt. 2-0. Da wird der Crow sich freuen, hoffentlich. Guck mal, 435 schon. Geht auch langsam. Ey, es sind nur noch 65 Trophies. Halt, Hauptsache, wir verlieren jetzt nicht mehr. Das ist halt eigentlich das Wichtigste. Ich habe ein gutes Gefühl eigentlich. Wobei wir jetzt gegen Triple Werfer spielen. Und das. Also, wir sind sehr abhängig von Pookie auf jeden Fall. Das ist klar. Ah, nein, ich mach das Tor. Der Moon. Ja, Shinichi. Das ist das Ding. Jawohl. 467. Das sind 33 Trophäen nur noch. Das sollte es dann sein gleich. Let's go. Das, was wieder kommt, Bett. Sehr, sehr nice. Ey, zum Ende läuft es mal richtig gut. Zum Ende läuft es einfach nochmal richtig gut. Die ersten 300 Trophäen waren der größte Krampf, den ich, glaube ich, jemals in meiner kompletten... Ja, kann man sagen, meine kompletten Brawls, das Laufbahn erleben durfte. Das ist echt, das ist echt nicht schön gewesen. Ich booste mal schon nach hinten. Das war schön. Das war richtig. Okay, ja, das sollte man eigentlich einfach 1-0 jetzt einfach spielen können. Ich bin tot nochmal. Schön. Okay, 20 Sekunden, das sollten wir haben. 74. 4 Wins. Genau, wir machen am besten 3 Wins und die letzte Runde machen wir einfach alleine. Den unter Druck setzen. Soll ich jetzt auch easy bekommen? Sehr schön. Ball nach vorne zu mir oder einfach rein? Ja. Wir haben es fast geschafft, oder? Wir haben es wirklich fast geschafft. Ist nicht mehr viel. 1,5 Minuten noch, come on. Zack. Zack. Schöner Kill nochmal. Und das Tor ist da. Über 3 Stunden gepusht. Und das ist ein entscheidende Game. Für die 500. Wenn wir das holen, dann haben wir es geschafft, dann war es das einfach. Dieser Brawler einfach. Ich wollte es mal richtig schön anstrengend zum Ende. Ja, ist so viel zum Anstrengen. Shinichi strengt sich hier an. Schön. Schön, Shinichi, schön. Tor, oder? Ja, Mann. 15 Sekunden. Meine Leistung, Kappa. Komm, gib mir den Ball. Ich mache es jetzt. Okay, gib mir lieber nicht den Ball, glaube ich. So, jetzt. Ich stoße jetzt zurück. Ja, Mann. Ja, das war's. Geil. 3 Stunden, 0 auf 500. Was soll ich sagen? Ich hasse diesen Brawler. Ich hasse ihn sehr. Ich kann ihn nicht spielen. Ich finde ihn auch nicht besonders stark. Aber ich glaube, es liegt daran, man ist sehr von seinen Teammates auch abhängig. Also Randommates ging gar nicht klar. Weil man halt alleine die Kills nicht machen kann. Und dann würde ich sagen, da haben wir es nochmal zum Abschluss. Von 0 auf 500 Trophäen. Dazu eben, ja, Colette gemerkt. Ich hoffe, ihr wisst den Aufwand zu schätzen. Es waren 3,5 Stunden Stream. Wie immer, danke fürs Zuschauen, haut rein, euch noch einen schönen Abend oder Tag und ja, ciao.